Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge von Stellaris. Ja, wir sind hier in unserem System und haben hier unseren Planeten. Und ja, was war letztes Mal? Letztes Mal mal neue Rasse kennengelernt oder kennengelernt noch nicht, aber festgestellt, dass wir einen weiteren Nachbarn haben. Unser Kolonieschiff baut eine Kolonie auf. Und wir haben hier. Warte mal, was war das? Das ist ein Konstruktionsschiff, das macht gerade, glaube ich, gar nichts. Genau, hier machen wir was. Und zwar, ach, Forschung machen wir, okay. Irgendwo machen wir Forschung, genau. Und was wollten wir hier? Ach so, ich wollte mal einmal auf den Planeten gucken. Wir müssen ja noch ein bisschen was machen, ne? So, hier, das hier ist unser Problem, ne? Energiecredits. Und wir haben hier unten sechs, da keine. Da ist einer und zwei. Da können wir doch mal was machen, oder? Bauen wir was. Kraftwerk. 51 von den Dings haben wir 477, also kein Problem. Und die Zeit ist 189. Dauert halt, ne? Aber machen wir, oder? Das ist unser Bauprojekt jetzt hier. Geländedetails. Können wir denn mehrere Sachen auf einmal bauen? Ja, da ist ja schon, ne? Da können wir aber nichts weiter bauen wahrscheinlich. Baudetails abreißen, ersetzen, deaktivieren, verbessern können wir nicht. Da, ach so, da ist das dann. Das war dort und da. Kann man das auch bauen? Kann man auch, ne? Wenn ich das auch mache. Aber das ist kein Bewohner, ne? Ja. Wird aber trotzdem gebaut. Vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, dann können wir mal einen Bewohner darüber schicken oder sowas. Oder wir werden größer und dann geht das auch, ne? Hier ist ja schon sowas drauf. Gut, okay. Ja. Weiter geht's. Gucken wir hier nochmal rein. Ressourcenproduktion, ja, da geht immer noch nichts, ne? 10 Monate Energiecredits, da sind wir jetzt gerade am Arbeiten und 30 Mineraleinnahmen. Da sind wir nicht ganz weit weg, ne? Wir können jetzt gucken, wo unser Konstruktionsschiff ist. Irgendwo hier in diesem System. Und hat was gemacht? Nix, ne? Okay, doch das hier gemacht zuletzt. Militär. Bergbaustation. Haben wir hier noch was, was interessant wäre? Zurzeit nicht so wirklich, ne? Konstruktionsschiff. Wäre hier nicht interessant. Da vielleicht was? Nee. Hier oben ist noch nicht erforscht. Da waren wir schon, oder? Ja, da steht's. Dann darüber. Da haben wir aber schon. Wo können wir da noch irgendwie Energie herkriegen? Ja, der auch nicht. Die Mist. Dem ist halt auch kein Militär, kein Militär, sag ich schon. Keine Energie. Hier ist auch nichts. Sieht's hier aus, noch unentdeckt. Da oben wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch, da ist schon was entdeckt. Ja. Gut. Wir brauchen ja noch ein bisschen Mineralien, ne? Dann sollten wir die vielleicht nochmal machen. Bergbaustation bauen. Machen wir das doch mal als nächstes. Achso, wir haben die Pause die ganze Zeit drin. Gut, dann läuft's jetzt weiter. Er fährt und baut da. Hier unten kann er dann auch noch bauen. Ja, und dann müssen wir weiter schauen. Was haben wir hier oben Schönes? Negative Bilanz, okay. Anomalie. Die erforschen wir doch, oder? Ja, noch ein paar Prozent haben wir gleich fertig. Gucken, was das für ein Ergebnis gibt. 95, 96, 98, 100. Ja, im Grund hat jemand eine Asteroiden-Wetterkurve geschleppt auf der Oberfläche. Gewaltige Triebwerke und. Okay. Interessant, ne? Achso, da gibt es jetzt drei von denen. Was ist das hier? Ingenieurforschung mehr. Gut, da wird gearbeitet. Was haben wir hier?
Negative Bilanz, ja. Da müssen wir dran arbeiten, das ist klar. Demografie, Regierung, alles gut. Ja, wir arbeiten ja daran. Was als nächstes? Unser Forschungsschiff macht nichts. Doch, da. Jetzt ist das Ziel erreicht. Was ist hier? Okay. Wahl. Machen wir gerade Pause. »82 Tage übrig. Weltraumbergmann. Orbitalforscher, Schiffsbauer. Kosten, Schiffsbauer. Die ist es, ne, oder? Oder ne, warte mal. Wer ist denn jetzt dran, ne? Zizau? Die ist dran, ne? Warte mal. Da müssen wir hin. Und da. Übersicht, wie heißt sie? Shusito heißt unser Gouverneur, okay. Und die Wahl war jetzt nicht Shusito. Nicht dabei, ne? Nee. Unterstützt eine Funktion. Tja, wen soll ich nehmen? Weltraumbergmann, der hört sich natürlich gut an, ne? Aber nächste Fähigkeitsstufe 200. Was ist das hier? Fraktionsunterstützung. Stimmenanteil 24%. Regiert Ass. Ja, ich unterstütze die mal. Fertig. Einmal unterstützt. Oh, dann 39%. Wow. Gucken wir erstmal weiter. Ah, das ist ein anderer Volk jetzt. Die genug, um dass man sich um einen Krieg zwischen Assara, Almistra und dem... Ja, wo waren die, ne? Wer sind die? Kann ich die irgendwo sehen? Nee, ne? Ach doch, da vielleicht. Jetzt bin ich in dem System, aber... Ah doch, da, so geht's. Wie weit sind die denn weg? Das ist die Frage. Das ist schon ein bisschen weg, ne? Ja, komm, aber stimmen wir zu. Erstmal, damit wir ein bisschen Ruhe kriegen. Wir haben zwar noch keinen Stress, aber ach so, ja, das hatten wir auch schon erklärt. Da sind wir dran am Arbeiten, wie gesagt. Vorläufig die Ziprex. Ein Artefakt haben wir geborgen, mehr noch nicht. Was ist damit? Da fehlen uns noch Wissenschaftler vor Ort, die die Fähigkeiten haben, oder? Genau. Erkundungen nach bewohnbaren Welten, machen wir. Bewohnbare Welten erkundet. 0 von 8. Verstehe ich jetzt nicht. Unterwelten erkunden. Können wir noch irgendwas mehr erkunden? Was war das jetzt? Forschung abgeschlossen. Neue Forschung. Forschung auswählen. Warte, machen wir mal Pause. Energiecredits plus. Fusionsreaktor, okay. Und das nächste ist globale Energieverwaltung.
Auch Energiecredits, ne? Das ist alles beides gut. Und das dritte ist Bauer Laser. Ja, das bringt jetzt nichts so. Also bringt schon was, klar, weil wir dann wahrscheinlich bessere Waffen kriegen könnten oder sowas, aber. Die gesamte Energie-Credits-Leistung der Planeten wird gesteigert. Das ist Speicherkapazität. Kleiner Fusionsreaktor kann man dann bauen. Energieerzeugung. Okay, das sind Reaktoren. Hier. Kleiner Bauerlaser mit Level 3. Ja, okay. Hier kann man nix. Drei Energie. Planetar einzigartig. Zehn Prozent bei den Feldenergien. Feldproduktion dabei. Ich glaube, da können wir dann ein anderer Dingens bauen. Puh. Raffinesse und Produktivität. Speicherkapazität. Aber hier sind Reaktoren. Das ist vielleicht doch. Ich nehme das. Oh, hier ist auch nichts mehr. Mineralien, Armeen und hier unten Metall-Keramik-Panzerung. Nachdem wir jetzt schon wieder zwei Nachbarn haben, müsste man schon überlegen, vielleicht was für die Verteidigung zu tun, ne? Dick. Und was war hier unten? Materialien. Die Schadensbonus Armee plus 5. Reihen plus 5. Ich nehme das. Gut. Machen wir weiter dann. Hier nochmal bewohnbare Planetenmama. Kristallklare Verfügbarkeit. Das können wir nicht erforschen. Da fehlen uns noch Sachen. Ja, die können wir erforschen. Abschluss in 20 Monaten. Machen wir das doch, oder? Bitte, Aliens. Auch. Das machen wir dann zeitgleich. Das ist doch schon mal was. Gut, weiterlaufen lassen. Oh, was geht hier ab? Oh, Pause. Forschung über Asphalt im Terzam-System auf eine feindliche Piratenflotte getroffen und versucht derzeit ihr auszuweichen. Okay. Kurz schon. Das auch, okay. Weltraumpiraterie. Ja, das würde jetzt bedeuten, wir müssen die Piraten mal bekämpfen, ne? Stopp. Nicht weiter hier. Stopp. Wo sind sie? Das sind die Piraten, oder? Und wo ist unsere Flotte hier? Gehe zu. Shit. Ach, Schilder. Und das Viper. Warum blinkt das hier? Bergbaustation abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir haben hier 26. Gut. Die hauen aber ab. Wegen dem feindliche Flotte. Was ist denn das? ...123 und 65. Und unsere Flotte wäre wie? 98. Das ist schlecht, ne?
Aber dahin und dahin, dass die erstmal in das System fliegen. Aber das war gar nicht hier, ne? So sieht's aus. Der müsste. Wie heißt das System hier? Terzam-System. Terzam-System, da müssen sie hin. Gut, haben wir gemacht. Gucken wir nochmal hier rein. Dieser Bereich wächst. Kooperative auf Hadarin. Okay. Ja, die fliegen darüber und dann gucken wir weiter. Ne? So ist momentan der Stand der Dinge. Galaxiekarte schließen. Ja. Das ist abgeschlossen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir sollen das mal bauen. Die versuchen wir aber auszuweichen. Ne? Marlit Schneider wird bis zum nächsten Jahr. Okay, alles klar. Marlit macht das schon. Situationsprotokoll. Gut. Was ist denn hier Sieg? Oh, da ist schon wieder was passiert. Lass mal weg. Okay, die sind woanders hingeflogen. Kommen jetzt hier in unser System, ins Krass-System. Das hört sich jetzt gerade nicht so gut an, ne? Weil die von da nach da fliegen. Und da ist unsere Flotte und die können wir erstmal. Angreifen. Machen die das dann jetzt? Gucken wir mal. Das ist eine Piratenstation. Okay. Das ist ja auch gut, ne? Im System haben wir eine Piratenstation. Was machen wir jetzt dann? So, ach, jetzt bewegen sie. Ich dachte schon, die gucken wir zu, ne? Die müssen wir loswerden hier, die wollen wir nicht haben. Oh. Was heißt das schon wieder? Flottenkampf. Okay. Halt, stopp. Okay, wir greifen erstmal die Station an, das ist ja auch nicht verkehrt. Und dann haben wir aber noch ein Problem mit den Piraten, ne? Was machen die denn? Die machen die Bergbaustation hier, oder was? Kaputt bestimmt. Ja, das ist es. Oh. Ja, das ist nicht gut, ne? Wie sieht's hier aus? Das sind unsere Leute da, ne? Das Spiel und die Station wird angegriffen. Ich sehe aber nicht, ob sie kaputt geht oder nicht. Okay. Sieht jetzt nicht so aus, als ob die Station kaputt geht, ne? Oder? Jetzt nichts zu erkennen, ne? Ja. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist
noch was bauen, ne? Ach, Shelter, wo ist denn das Konstruktionsschiff erstmal? Das ist hier. Und das ist das Militärschiff? Nee. Orbitalkonstruktion. Forschungsschiff, Kolonieschiff könnten wir bauen. Wir brauchen aber hier mal zwei Korvetten. Weil wir unsere Truppe verstärken müssen, dadurch, dass wir da jetzt was haben, ne? Ein Kolonieschiff wäre vielleicht auch nicht schlecht danach wieder, ne? Machen wir mal. So, was ist hier? Grenze geschlossen. Okay. Dann ist Schluss damit. Schluss mit lustig. Dann kann das weg. System ist erkundet. Das war jetzt hier unser Forschungsschiff. Und dann würde ich sagen, System da erkunden, damit das auch beschäftigt ist. Sieht jetzt hier nicht gut aus, in dem Sinne. Ja, da sind wir gerade in der Pause, deswegen passiert hier nichts. Ich sehe aber nicht, dass wir da was erreichen. Außer vielen roten Blitzen. Sieht das so aus, als ob das nicht kaputt geschossen wird, oder? Pirate Lair Klasse. Angreifer Trefferpunkte. Und Verteidiger Trefferpunkte. Okay. Ja, wir haben nur 73, die haben immer noch 65. Das sieht gerade echt schlecht aus. Wir sind hier irgendwie so ein bisschen am Verlieren gerade, ne? Kann das sein? Trefferverhältnis ist super. Von denen schlecht. Ausweichverhältnis 7, hier 26, ja, weil es eine Station ist. Aber wir kriegen gerade ein bisschen hier den Ausgleich hin, ne? Ja, da ist was repariert worden. Okay, wir kriegen hier ein bisschen Plus. Aktive Gebäude, warte mal, lass mal gerade Pause machen. Also, das haben wir jetzt hier gebaut. Abreißen, ersetzen, deaktivieren, verbessern. Ja. Inaktive Gebäude, und ist auch noch eins inaktiv. Achso, das ist jetzt inaktiv. Ohne einen Bewohner kann diese Gebäude nicht funktionieren. Und hier oben, da ist doch einer. Oder ist es keiner? Den packe ich jetzt mal rein. Und dann haben wir das wenigstens ausgeglichen, wie man hier sieht. Das war dann schon mal besser, oder? Und er geht dahin. Und dann haben wir plus Energie. Okay, dann passt das. Das weiß ich nicht, was der da macht. Okay, lassen wir so. Das ist schon mal besser geworden. Und, ja. Kämpfen wir hier noch gerade weiter. Okay, wir übernehmen gerade die Überhand. Oberhand, nicht Überhand. Und dann treffen wir den Dune Tower. Okay. Unbekannte Alien-Schiffe. Okay, die Kolonie ist fertig, auch cool. Wir müssen mal gerade anhalten. Da blinkt zu viel, das ist Flottenkampf. Das ist abgeschlossen. Bauvorhaben ist auch abgeschlossen. Und das ist auch fertig. Können wir wegmachen. Flottenbefehl erfüllt. Achso, das war die Kolonie, ne?
Okay. Tja. Müssen wir Strom haben, das bauen wir da jetzt. Einfaches Kraftwerk. Bauen wir da. Also ist noch was Besseres? Nein. Entfernen könnte man das. Und na, die sollten erstmal da was zu essen kriegen. Und der wird gerade. Ah, das ist die Einheit, die dann als nächstes kommt. Okay. Und wenn die kommt, dann soll die das da machen, ne? Gut. Wunderbar. Jetzt sind wir hier 14, ne? Auch krass, oder? Gut. Anführer hat neue Stufe erreicht. Spezialleitet. Leitet. Fachwissen neue Welten. Okay, die ist da. Militärmacht. Da wird noch was gebaut, ne? Die Korvette. Aber eine musste schon fertig sein. Ist die? Nein, ne? Ne, ist das Shelter, Konstruktionsschiff. Ja. Was kann das Konstruktionsschiff denn noch bauen? Das ist schon gebaut. Hier ist wohl alles gebaut, oder? Ja, der ist auch wohl. Nee. Nee, das wollen wir nicht machen. Das war verkehrt. Das ist Shelter ist das. Gehen wir darüber. Da ist aber nichts drin. Da lang. Bergbaustation bauen. Aufgabe erfüllt. Oder gegeben. So. Hier die Station ist größer geworden. Das passt dann ja. Und mit denen haben wir jetzt hier denn. Da dürfen wir nicht hinfliegen, sozusagen. Na gut, dann. Wenn die nicht wollen, dann haben die wohl schon, ne? Gut, okay. Ich würde dann aber sagen, soll es für diese Folge auch reichen. Wir sind schon verdammt lange unterwegs, sehe ich gerade. Aber es macht einfach Spaß, das Spiel. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.